Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Wir sind mal wieder beim Dieter. Kennt ihr Dieter noch von unseren Videos? Die Reihe Permakultur ist machbar haben wir sie genannt, ne? Genau, 1 super bis 3. Titel, ja, Ja. top. Ja, durch Zufall sind wir mal wieder beim Dieter. Und letztes Jahr, als wir bei dir waren, war deine Orangerie, in der wir gerade oben drinne sitzen, noch nicht fertig. Und die ist jetzt schon ziemlich weit, auch noch nicht fertig, aber so, dass wir sagen, wir zeigen sie mal, weil es einfach so toll geworden ist. So, was ist. Eine Orangerie, was ist das? Erzähl mal. Naja, also ihr wisst ja, wir fahren einmal in den Süden und sind total fasziniert von diesen ganzen südlichen Bäumchen und so weiter. Und wenn man die dann hierher bringt, dann muss man sie in die Wohnung bringen. Da ist dann, wenn es ab einer bestimmten Größe ist, kein Platz mehr und so weiter. Also baut man sich draußen irgendwas hin, wo man diese tollen Bäume möglichst frostsicher oder bis zu der Temperatur, was sie eben vertragen, dass sie den Winter überleben, dass man sie in einen geschützten Raum hineinbegibt. Und der sollte, wenn die Bäume groß werden sollen, eben auch eine gewisse Höhe haben. Deswegen kam die Idee, also das war eigentlich der Ursprung dieser Orangerie, der ist dadurch entstanden, dass ich aus dem Fenster meines Bauwagens nicht auf Plastik gucken wollte, aber diesen Folientunnel vor der Nase hatte. Und dachte ich mir, jetzt musst du was bauen, dass du einmal durchgucken kannst, weil sonst habe ich mir ja den Blick in die schöne Landschaft versaut. Und dadurch ist, das war der Ursprungsgedanke, wie diese Orangerie so entstanden ist, wie sie jetzt ist. Also quasi als Wohnzimmer, Gewächshaus und Orangerie alles in einem. Genau, das ist die Erweiterung dieses Bauwagens, weil der Bauwagen ist ja dann doch manchmal ein bisschen eng, auf 16 oder 18 Quadratmeter zu wohnen. Das ist sehr schön auch. Das ist ein sehr gut beheizbarer Raum mit dem Grundofen, der da drin ist. Das ist super komfortabel, der ist super gedämmt, das ist alles Isolierglas und so weiter. Aber es ist halt eng. Und das ist alles genehmigungsfrei hier, was wir hier machen. Naja, Und aber als Außenbereich, es ist ja ein Gewächshaus, ne? ja, Gewächshäuser bis 100 Quadratmeter und 5 Meter Fürsthöhe. Ja, okay. Ja, Ja. also die Höhe ist auch beachtlich, 5 Meter. Ist normal in allen Bundesländern genehmigungsfrei. Wenn sie zum Anbau von Pflanzen natürlich, ne, Ja, dass ich jetzt was du hier, ja machst. genau, also alles voll Pflanzen. Ne? Ja, Hier werden das zum sehen wir Beispiel, gleich noch. ja, also ihr könnt euch vorstellen, da sind jetzt, habe ich aus Griechenland mitgebracht, ganz edle Weinsorten, die in den Ecken alle 2 Meter ist dort ein Weinstock Ja, gepflanzt. ich würde fast sagen, schnacken wir nicht lange. Ja. Wir nehmen die Kamera mit und du zeigst uns das einfach Ah, alles nee, mal. genau. Also wir machen Fotos und das macht der Daniel dann so. Ja, wir Ja? können ruhig durchgehen. Weil noch sieht man ja nichts. Der Wein ist letztes Jahr gepflanzt und ist jetzt 1 Meter hoch. Ja, Also, ne? Ja. wir zeigen euch mal die Orangerie mal von außen. Dann gehen wir mal durch, dass ihr euch ein Bild machen könnt, Ja. weil das ist echt fantastisch. Naja, Von daher. also was ich damit sagen will, Ja. das ist jetzt auch alles noch in der Entwicklung. Ich bin auch gerade erst aus Griechenland wiedergekommen. Jetzt muss ich hier solche Sturmschäden erstmal flicken. Ja. Ja, also so, dass es eben wirklich auch technisch erstmal fertiggestellt ist und dann das Konzept weiterverfolgen mit einem Ofen, der hier rein soll, der gleichzeitig auch ein Backofen werden soll zum Brotbacken, dass Und das eben Gewächshaus heizt und quasi. das Gewächshaus Orangerie gleichzeitig heizt. heizt. Ja, Ja. weil die Orangerie braucht eine Heizung. Also es ist ein beheiztes Gewächshaus, ist eigentlich das Entscheidende. Ne? Für die Wenn man Wintermonate. jetzt so zu den alten Schlössern geht, da gibt es in Kassel und überall gibt es an den Schlössern gibt es Orangerien, weil die da eben ihre Zierdinger Hier, da, Orangenbäume. Zierpötte reinschleppen im Winter. Ne? Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal von außen, dass ihr das mal gesehen habt und euch eine Vorstellung machen könnt, weil es einfach ein schönes Konzept ist. Auf geht's! Jo. Ja, also wie gesagt, ist jetzt alles noch nicht der Zustand, wie ich mir das wünsche. Hier soll eigentlich so eine Art Sommerküche hin, wo wir sitzen können zwischen unseren Bäumen, im Schatten der Bäume. Das ist praktisch das untere Stockwerk als Wohnzimmer. Und da oben ist so eine kleine Da haben Schillonge. wir gesessen eben. Ja, da haben wir eben gerade gesessen. Und da am hinteren Ende soll dann hier so ein. Das ist so eine Skizze. Da ist hier praktisch so eine Plattform vor dem Bauwagen, auf der man liegen kann, die gewärmt ist. Und dann geht hier so eine Treppe runter. Und das ist hier ein Brotbackofen. Und hier ist das Holzfach, was man von der Seite befüllen kann, von außen. Und hier ist eben so der Kamin, der Schornstein. Den wollte ich so mit Flexrohr, mit Lehm umputzen und so, dass das wie so ein Baum aussieht, wie Äste.
Und das kommt dann links und rechts von der Tür an den Pfosten da hoch und verbindet sich dann da oben und geht aus dem Dach raus. Okay. Also das ist das Ofenkonzept, ne? Nur mal ganz kurz. Aber ansonsten hier ist erstmal noch Pflanzenanzucht. Hier habe ich Jakon habe ich vermehrt. Häng an den Ton. Hier habe ich Jakon vermehrt. Ne? Hm. Ist Jakon eine super Pflanze. Ja, hier rechts und links seht ihr die Folientunnel, ne? Genau, den hatte ich schon, den Folientunnel, und den habe ich einfach verwertet. Ja. Ja. Und hier gehen wir auf den Bauwagen zu, hier, also quasi direkt Und vom Wohnzimmer in den Arbeitsbereich. Genau, also hier quasi würde ich dann halt auf diesen Ofen drauf treten. Hier geht die Treppe runter, wie ich es gerade erklärt habe. Ja. Und hier, wo du stehst, da ist es ein bisschen tiefer. Deswegen fange ich hier schon an, ein Loch zu machen. Da geht es dann runter ein bisschen, damit man hier in einer schönen Arbeitshöhe den Backofen bedienen kann. Ja. Und dann auf der Treppe ringsherum kann man dann so ein bisschen sitzen. Also das ist so die Idee, ne? Das ist halt Earth Art oder wie auch immer das man nennt. Ich bin ja als Künstler immer angehalten, Dinge so zu machen, dass sie eben nicht Handwerk sind, sondern Kunst. Ja? Objektkunst heißt das. Ja. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich auch schon das gewesen. Wir können ja nochmal von außen ein paar schöne Bilder einblenden für euch. Genau. Ich habe hier Dieters Gewächshaus mal gesehen. Ja. Ja, danke. Dass ich, umso mehr ich das visualisiere, umso eher wird das was, habe ich gemerkt. Also umso größer das Interesse an so etwas ist. Ja, das war es erstmal gewesen von Dieters. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat euch mal wieder gefallen, dass wir euch mal wieder was anderes gezeigt haben, was man machen kann und selber umsetzen kann. Ne, alles, das Geheimnis ist, was man sich nicht vorstellt, kann man nicht umsetzen. Ja, und also, du hast es ja alles selber gebaut, ne? Ja, das ist eben alles aus Vorstellungen entstanden. Und natürlich Low Cost, Low Budget, ne? Alles Holz. Erzähl noch mal ein bisschen vielleicht das Material, was du so verwendet hast. Naja, Brennholz halt. Und man geht zum Sägewerk und holt sich irgendwelche Abschnitte dort, ne? Die Sägewerksabschnitte, die Seiten, die Besäumungsabschnitte. Und alte Balken, die sonst weggeworfen werden wollen. Genau, ne? Ja, irgendwelches Zeug, was also irgendwo Upcycling. Anfällt. Upcycling, auf jeden Fall. Was eben sehr schön ist dieses Zeug da oben. Schön ist es nicht, aber es lässt halt 90% Licht durch und es ist wirklich echt, glaube ich, ziemlich also gut. Diese Well, ja, das ist, glaube ich, ziemlich gut UV-beständig und es ist eben mal endlich was nicht so vergilbt. Ne? Ja, ja. Also das ist PET, heißt das. Das ist PET, praktisch. Ja. Ne, das ist fast unvergängliches Material. Ja, okay. Und, aber trotzdem mag ich natürlich Glas viel lieber. Und wenn irgendwie mal ein Glashaus zustande käme, wäre ich dann noch viel froher drüber. Also wer sowas auf seinem Grundstück in Glas verwirklichen will, stehe ich zur Verfügung. Ja, gut. Dann gehen wir nochmal nach vorne, dass ihr einen Blick von vorne habt drauf. So. Ja. Also hier seht ihr mal mit dem Bauwagen, wie es denn also eigentlich jetzt, ne, von außen. Als Kombination, ne? Ja. Und das Ganze sieht halt so aus, dass da jetzt überall auch schon auch außen Wein gepflanzt ist. Der Wein, der wird in wenigen Jahren, wird er das alles umranken und eingrünen. Und natürlich auch andere schöne blühende Rankgewächse. Alles, was so gibt, was hier den Winter überlebt, das kann man da ja hinpflanzen. Ja. Und das ist jetzt das neueste Projekt, wenn man sieht, das Haus, wenn du mal rüberschwenkst, ne, da ist da hinten eine riesige Kiwi-Wand. Da musst du auch unbedingt nachher, ich schwärme ja von dieser Kiwi. Und die ganzen Weinstöcke, die am Haus sich da langziehen, die tragen alle Früchte. Ne? Ja. Wir schweifen schon wieder ab. Jo. Da seht ihr auch viel von in unserem ersten Teil, wo wir beim Dieter waren. Ja, nur soll, genau. Hier soll es dann genauso werden, wollte ich damit nur sagen. Ne? Ja. Okay. Bis bald. Okay. Macht's gut. Ciao.